Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video. Und die Leute, die schon länger diesen Kanal verfolgen, kennen diesen Titel vielleicht. Genau den gab es nämlich schon mal, als ich damals die Jumper SCT20 vorgestellt habe. Und die habe ich tatsächlich auch immer noch. Allerdings gerade an einen Freund verliehen, der ein bisschen im Simulator üben will, bevor er mit FPV richtig anfängt. Und ja, deswegen gibt es tatsächlich jetzt eine neue Funke, die ich auch in den letzten Wochen ausschließlich genutzt habe. Das hier ist die Jumper SCT15. Und ich denke, man sieht relativ schnell, an was das angelehnt ist und was daran besonders ist. Ich denke mal, relativ offensichtlich, die Form ist sehr ähnlich zu der Radiomaster Boxer. Allerdings mit einem ziemlich großen Unterschied, wortwörtlich großem Unterschied. Hier unten ein sehr großes Farb-Touchscreen-Display, ähnlich wie bei der TX16S. Und wir gehen jetzt mal ein paar Features durch, dann kommen wir zu einem ganz kleinen Flug. Vorteile, Nachteile und für wen ich denke, dass das was ist. Also, hier haben wir nicht nur ein Farb-Touchscreen, sondern wie man auch sieht, ein ELS-Modul eingebaut. Hier in dem Falle ein 1 Watt ELS-Modul eingebaut. Hier haben wir jetzt auch schon die etwas besseren Hall-Effekt-Gimbals. Keine vollen CNC-Gimbals, wie es jetzt bei den sehr teuren Radiomaster-Sachen ist. Aber die sind trotzdem vollkommen okay. Was ich persönlich auch noch sehr cool finde, wir haben hier einen großen Modulschacht, also für die Micro-Module, keine Nano-Module. So habe ich nämlich jetzt zum Beispiel hier mein Crossfire-Modul drin. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich diese Funke gerade sehr ausgiebig nutze. Dazu haben wir hier unten einen Schacht für theoretisch eigentlich nur 21700er Akkus. Wenn man allerdings so ein bisschen die Pins hier zurechtbiegt, passen ja auch 18650er rein. Haben natürlich nicht so eine lange Akkulaufzeit, aber ich hatte gerade keine 21700er über. Deswegen habe ich jetzt erstmal die reingeworfen. Die Funke gibt es auch mit sehr vielen verschiedenen Farben. Ich glaube insgesamt 6 Farben. Also ja, das ist eigentlich die langweiligste, dieses Schwarz. Die anderen waren nur leider nicht auf Lager. Es gibt aber auch noch so ein ziemlich cooles Grau. Es gibt Rosa, es gibt Grün, es gibt Blau. Und wahrscheinlich noch ganz viele andere, die ich jetzt gerade nicht direkt im Kopf habe. Aber ich glaube 6 Farben sind es insgesamt. Dazu gibt es auch noch einen ziemlich coolen Trick mit diesem 6-Positionsschalter hier, den ja viele Fernsteuerungen haben. Und dieser Trick hängt zusammen mit dem, was ich euch jetzt mal ganz flott zeige. Und zwar haben wir hier eine sehr neue, moderne Version von HTX drauf. Bei dieser Version ist sehr viel mit Touch machbar, was bei den anderen Funken noch nicht möglich ist. Man kann hier wirklich die Module und die Modelle alle mit Touch hier hin und her wechseln. Was weiß ich, hier in die Einstellungen gehen, was ich cool finde. Und kann hier wirklich hoch und runter scrollen, alles mit Touch. Was ich auch noch sehr praktisch finde, in den Modell-Settings kann man hier runter scrollen und diese ganzen Sachen wie Internal und External RF und Timer, was weiß ich was, das kann man alles hier als so ja, vorgefertigte kleine Buttons direkt anwählen und muss da gar nicht irgendwie durch die Gegend scrollen. Es ist deutlich übersichtlicher, weil sonst muss man wirklich ganz weit nach unten scrollen und dann irgendwie die Sachen finden. Das ist hier schon deutlich besser. Also wenn ich jetzt hier auf External RF gehe, ja, ist direkt hier Crossfire, okay. Zurück, Internal RF kann ich ja auch direkt einstellen. Und natürlich, man hat trotzdem noch die normalen Wahlräder und Tasten. Also wenn man das jetzt nicht mit Touch machen will oder kann, geht es natürlich trotzdem. So, und bevor wir jetzt zum Flug kommen, noch eine kleine Nachricht. Und zwar gibt es unter anderem diese Fernsteuerung oder ja so ziemlich alles bei Banggood momentan stark reduziert. Die haben nämlich so einen Anniversary Sale im Endeffekt für die ersten 2 Septemberwochen. Also es geht jetzt los und naja, ich glaube vom 6. bis zum 13. September oder so sind die meisten Angebote. Ich verlinke euch einfach mal unten in der Beschreibung die Links zu der Übersichtsseite und auch zum Beispiel zu der Fernsteuerung oder zu dem Copter, den wir gleich fliegen, oder auch zu meinem E-Roller, mit dem ich jetzt gerade hier hingefahren bin. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, da kann man mal wieder ganz gut was sparen. So, und fliegen werden wir jetzt mit dem kleinen FlyWoo FlyLens 75. Hier habe ich nämlich jetzt, wie man vielleicht sieht, LEDs nochmal drumherum gemacht und meine Moonlight eingebaut. Das heißt, wir können jetzt hiermit auch 4K 60 aufnehmen, was wir jetzt auch gleich machen. Die Fernsteuerung habe ich jetzt hier schon, wie man vielleicht sieht, an so einem Gurt dran mit Stickcam. Das heißt, ihr seht jetzt auch, was ich hier an der Fernsteuerung mache. Nicht, als würde ich jetzt hier irgendwas Besonderes machen, aber so seht ihr die vielleicht nochmal so ein bisschen in Action. Gut, und dann kann es auch losgehen. Armen wir den Copter mal. Und los geht's. Also entschuldigt bitte meine wilde Frisur. Ich bin mit dem Helm hier hingefahren und dementsprechend sehen meine Haare auch aus. Und ja, also zur vollen Transparenz auch nochmal, diese Fernsteuerung wurde mir von Banggood zum Testen zur Verfügung gestellt. Okay, Fernsteuerung erzählt hier wieder was.
Das heißt aber natürlich nicht, dass die jetzt irgendwie das Video vorher sehen oder irgendwie sagen können, was ich sagen soll oder was weiß ich was. Das gilt bei mir aber immer. Also die werden das Video nach euch sehen, weil Zeitverschiebung und so. Deswegen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Alles, was ich hier sage, ist meine Meinung. Und glaubt mir, wenn ich diese Fernsteuerung nicht gut finden würde, würde ich sie auch nicht selber nutzen. So, na, also. Ich muss schon sagen, es ist eine Umgewöhnung von der TX16S, die ich ja bis jetzt, ja, seit, weiß nicht, 3-4 Jahren jetzt wirklich ausschließlich eigentlich genutzt habe zum Fliegen. Ist das schon eine Umgewöhnung jetzt zu dieser Fernsteuerung. Nicht nur von den Sticks, die halt hier auch etwas anders eingestellt sind, ab Werk so, sondern auch generell von der Größe, vom Gewicht, vom Formfaktor. Hier benutze ich jetzt auch tatsächlich dieses Band, einfach weil ich damit besser klarkomme bei der Fernsteuerung. Die TX16S, die halte ich irgendwie lieber in der Hand, aber bei dem Ding hier, ja, weiß ich nicht, komme ich so besser klar damit. Und wir müssen jetzt hier auch keinen wilden Flug machen. Ich habe die Moonlight jetzt hier auch nicht mal richtig eingestellt. Also das ist jetzt nichts allzu Wildes. Aber einfach nur, um das Ding einmal in Action zu sehen. Vielleicht sind meine Rates auch ein bisschen zu extrem für den Copter, merke ich gerade. Aber dafür, dass da eine Moonlight drauf ist, die da eigentlich nie drauf gehört, fliegt sich das Ding echt noch ziemlich gut. Für so einen kleinen 1,6 Zoll ist schon ganz witzig. Ist auch nicht so laut, war natürlich so ein sehr leises, so ein sehr hohes Summen. Ja, aber ich muss schon sagen, ich finde die Fernsteuerung wirklich sehr cool. Warum ein Bildschirm und warum keine Boxer oder so, die jetzt nicht so einen großen Bildschirm hat, kommen wir gleich nochmal zu, weil das hat tatsächlich einen ziemlich großen Nutzen sogar, den vielleicht einige nicht haben, aber ich schon. Und deswegen werde ich den gleich nochmal mit euch teilen. Ich finde es aber auch sehr cool, dass es diese Fernsteuerung und so mittlerweile in so vielen verschiedenen Farben gibt. Wie gesagt, leider war jetzt keine mehr verfügbar. Ich wollte die eigentlich in Grau haben, aber ja, in Grau war die dann nicht mehr auf Lager und dann dachte ich mir so, ja, ich weiß dann nicht, ob die mir wirklich gefallen wird. Deswegen, wenn ich die dann verkaufe, ist vielleicht besser, wenn ich eine schwarze oder so verkaufe, aber naja, im Nachhinein betrachtet hätte ich doch lieber mal eine pinke genommen oder so, weil die werde ich definitiv behalten. Und so sieht die jetzt gerade echt sehr universell aus und nicht so wirklich, ja, persönlich würde ich jetzt das Ganze vielleicht mal nennen. Weil meine TX16S ist mit den LEDs und mit den blauen CNC-Sachen ist schon so ein bisschen, ja, cooler gemacht, ne? Was die jetzt hier noch nicht ist, aber da wird sicherlich auch für die hier noch irgendwelche Teile geben, die man sich da kaufen kann, drucken kann, wie auch immer, um die hier so ein bisschen zu personalisieren, ein bisschen cooler zu machen. Da gehe ich mal schwer von aus. Wer vielleicht sieht, ich bin hier im gleichen Wald. Hier fliege ich ganz gerne mit den kleinen Koptern. Nur diesmal hoffentlich ohne Pferd. Ich meine, hier ist nicht mal ein Flur und trotzdem stand das Pferd einfach hier. Das kann ja nicht sein. Naja, aber das Ding fliegt sich wirklich super. Ich bin auch gestern auf einer Hochzeit mitgeflogen mit dem Kleinen hier. So ein bisschen, ja, die Hochzeitsgesellschaft, den Autokorso und alles Mögliche so ein bisschen mit dem Ding hier verfolgt. Ist halt cool, weil weit unter 250 Gramm und kann trotzdem 4K aufnehmen. Ist auch noch relativ klein und leise so. Also leise ist relativ, aber ne. So, jetzt ist der Akku auch leer. Also noch nicht ganz, aber wir landen schon mal. 4 Minuten Flugzeug ist ja jetzt auch nicht gerade schlecht. Ja, also viel besser kann man ja gar nicht landen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Vorteilen und den Nachteilen. Ich habe mir wieder ein bisschen was aufgeschrieben und wir gehen das jetzt einfach mal durch. Also als erstes kommen wir mal zu den Nachteilen. Die ist ein Stück größer als die Radio Master Boxer. Ist das jetzt ein großes Problem? Nicht unbedingt. Ich finde, die Boxer ist eigentlich von der Größe schon ganz angenehm. Die auch. Aber die ist noch ein kleines Stückchen größer. Was tatsächlich ein relativ großer Nachteil ist, die Sticks, die hier ab Werk dran sind, sind wirklich so schlecht, damit kann ich effektiv nicht fliegen. Ich habe wirklich gedacht, ich würde jetzt gerne, aber ich kann einfach nicht. Die sind wirklich so schlecht. Von oben ultra spritz und von der Seite null Grip. Absolut gar nichts für mich. Und ich habe jetzt auch hier wieder die gleichen Cobra Sticks, die ich auch bei der T20 drauf habe, dran gemacht. Verlinke ich euch auch mal direkt in der Beschreibung. Und was tatsächlich ziemlich nervig ist, so fürs Einstellen, dieses Scrollrad hier ist sehr leichtgängig. Also das ist schwer, damit irgendwas zu treffen in den Menüs. Ich meine, gut, man hat ja jetzt die Touch-Menüs, aber es ist ein bisschen sehr leichtgängig und ein bisschen
ja, wenig qualitativ hochwertig, wenn man das jetzt mit der T20 mit den CNC-Teilen vergleicht. Und ein letzter Nachteil, das Touch-Interface ist noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Also man kann ja noch nicht alles über Touch machen und das ist auch von der, naja, Belegung der Tasten und von dem Interface generell noch nicht auf Touch hundertprozentig ausgelegt. Das ist schon besser als die ganzen älteren HTX-Versionen. Wie gesagt, ich habe es ja gerade gezeigt mit diesen kleinen Knöpfen, wo man schon auf diese wichtigsten Punkte schon direkt zugreifen kann, so als Quick-Wahl-Menü oder so. Das ist schon besser, aber es ist noch nicht hundertprozentig für Touch perfekt. Und generell ist das jetzt auch nicht der aller, ja, empfindlichste Touchscreen. Klar, ich habe jetzt hier auch diese dabei gelieferte Schutzfolie drauf, die wie immer nicht wirklich passt. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht tausendprozentig fertig. Dann kommen wir jetzt aber mal zu den Vorteilen. Und da gibt es tatsächlich sehr viele. Fangen wir direkt mal beim gleichen an, dem Touchscreen. Also, warum würde man jetzt so einen großen Farb-Touchscreen wollen? Die meisten sagen jetzt wahrscheinlich, hey, ist mir doch Latte. Ich richte das alles einmal ein, dann fliege ich einfach und brauche das nicht. Prinzipiell ja. Also viel macht man hier im Normalfall ja nicht dran. Was ich aber tatsächlich sehr angenehm finde, ich lasse mir hier die Satelliten, GPS-Geschwindigkeit, Akkuspannung, Empfangsqualität, auf der nächsten Seite die Koordinaten, die Milliampere-Stunden und so weiter. Ich lasse mir das alles direkt hier anzeigen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wing fliegen möchte oder auch generell die Kopter mit GPS, brauche ich nicht alle 2 Sekunden in die Brille gucken. Ha, ist schon da, ist schon da, ist schon da. Nö. Ich gucke einfach hier drauf und hier steht, wie viele Satelliten ich habe. Hier stehen sogar die Koordinaten, wenn ich das Ding irgendwo mal versenke und die Brille abgestürzt ist oder was weiß ich was. Hier stehen direkt die Koordinaten mit bei. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Klar, normales HTX oder auch OpenTX kann Telemetrie auch anzeigen. Aber hier ist es halt direkt auf dem Homebildschirm so drauf. Und es ist auch einfacher einzurichten. Was jetzt speziell an dieser Version hier sehr cool ist, was ich so noch nie gesehen habe, wenn man hier zum Beispiel etwas tippen möchte, einen Text tippen möchte, kann man das mit einer normalen Touch-Tastatur machen. Das finde ich schon wirklich sehr geil, weil das ist zum Beispiel bei der HTX-Version, die ich auf meiner TX16S drauf habe, trotzdem noch über das Scrollrad. Und wie gesagt, hier kann man das direkt per Touch eintippen. Und das funktioniert erschreckend gut und das ist sehr viel schneller als mit einem Scrollrad was zu tippen. Und auch generell finde ich das viel moderner, viel zeitgerechter und ganz ehrlich auch einfach viel schöner. Klar, braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wie gesagt, ich finde es angenehmer, ich finde es schöner. Klar, zieht vielleicht auch ein bisschen mehr Akku, aber man kann das auch so einstellen, dass der Bildschirm sich automatisch dimmt, wie es jetzt schon getan hat. Wenn ich jetzt hier drauf drücke oder irgendwas mache, dann wird er wieder heller. So, das kann man ja alles noch einstellen. Dann finde ich auch die Gimbals echt gut. Also klar, ist jetzt nicht ganz auf dem Level von so einer Tango 2 oder den CNC Gimbals von Radiomaster, aber mir reicht's aus. Ich merke da jetzt keinen riesigen Unterschied. Ich komme mit denen so ganz gut klar. Dazu haben wir, wie gerade auch schon gesagt, das große Modul hier hinten drin, was für mich jetzt unfassbar super ist, weil so muss ich jetzt nicht die ganze Zeit für ELAS und Crossfire meine Module hin und her wechseln. Klar, ist vielleicht auch ein Luxusproblem, aber wenn man halt, sag ich mal, sehr regelmäßig zwischen verschiedenen Koptern hin und her wechselt und dann immer 2 Module mitschleppen muss und die immer hin und her wechseln muss, das ist schon ziemlich nervig. Und so habe ich einfach beides hier drin. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt im Crossfire-Modul und ich möchte jetzt dann ELAS fliegen, dann gehe ich einmal auf Manage Models, ELAS, Select Model, wupp, jetzt fliege ich ELAS. Das ist schon wirklich genial. Was auch ganz schick ist, hier ist schon direkt ein Tragekofferabwerk dabei. Ich meine, ist ja bei vielen Fernsteuerungen, aber hier ist ein schönes Stoffcase dabei. Das ist schon mal nicht schlecht. Stickschützer sind ab Werk auch dabei. Allerdings sind die leider vom Durchmesser für die Sticks ein bisschen zu klein für diese Cobra-Sticks hier. Deshalb habe ich mir jetzt hier schon so, so eine kleine Halterung selbst designt. Ist jetzt auch nicht wunderschön, aber so passt das drauf. Und so hat man auch die großen Sticks so ein bisschen geschützt. Und vor allen Dingen, was hieran gut ist, man hat nicht wie bei der TX16S hier oben noch Schalter. Das heißt, hier oben kann nichts abbrechen. Und die 4 Schalter, die man hier oben hat und die 2 Drehknäufe sind direkt mit dem Stickschützer mitgeschützt. Was jetzt noch ein ganz cooler Kniff ist, den ich ja gerade schon kurz erwähnt habe, diese 6 Positionsschalter hier. Die sind nämlich nicht wie bei einer normalen Fernsteuerung einfach nur effektiv einen Schalter, der 6 Positionen haben kann. Nein, hier kann man sich sogar Gruppen einstellen. Also man kann zum Beispiel sagen, Schalter 1 und 2 ist eine Gruppe, der dann wie hier ein Schalter funktioniert. Schalter 3, 4, 5 und 6 sind dann einen 4-Positionsschalter. Oder ne, man kann da wirklich, man kann die gruppieren, man kann einschalten, ob mehrere gleichzeitig an sein können, ob die dauerhaft an sind oder ob es nur momentary switches sind, also ob die quasi nur aktiviert sind, wenn man sie drückt oder halt aktiviert bleiben, wie jetzt. Das kann man sich alles einstellen direkt hier in HTX.
Was ich tatsächlich richtig geil finde, was ich so auch noch nie gesehen habe, man kann diese Fansteuerung auch mit Quick-Charging-Netzteilen laden. Die unterstützt zwar angeblich trotzdem nur 10 Watt Ladung, ich meine ganz ehrlich, scheißegal, aber man kann die halt über USB-C auf USB-C direkt an einem Handy-Netzteil zum Beispiel laden. Hat mir gestern so ein bisschen Arsch gerettet, ich war auf der Hochzeit, Fansteuerung sagt, sie wäre leer. Ich hatte keine normale Powerbank dabei, sondern nur Quick Charging mit USB-C auf C. Und das funktioniert zum Beispiel bei meiner TX16S nicht. Die lädt darüber nicht. Die hier lädt aber darüber, fand ich sehr angenehm. Dadurch konnte ich dann halt noch weiter fliegen. Dazu hat die auch nur einen USB-C-Anschluss hier oben. Und das ist tatsächlich ein Vorteil, weil die so automatisch lädt, während man sie im Simulator benutzt und nicht mit zwei Anschlüssen. Dazu finde ich auch angenehm, hier unten ist nichts. Das heißt, wenn man die irgendwo hinstellt, die steht auch wirklich vernünftig. Das ist bei der TX16S jetzt zum Beispiel auch nicht der Fall, weil die unten noch diese Gummiabdeckung hat. Die hier steht wirklich richtig, wenn man sie abstellt. Und dazu finde ich sie preislich auch sehr fair. Aktuell ist sie für 160 Euro drin. Klar, ohne Akkus, aber die kann man sich für 3, 4, 5 Euro das Stück dann dazu kaufen. Und das ist wirklich ein sehr guter Preis für eine sehr gute Fernsteuerung. Würde ich für den Preis auf jeden Fall empfehlen. Jetzt kommen wir aber nochmal zu meinem Fazit und für wen ich das Ding jetzt hier speziell empfehlen würde. Also für mich ist das eigentlich die perfekte Fernsteuerung. Ich kann hiermit ELS und Crossfire nutzen. Ich habe hier einen großen Bildschirm, die ist aber trotzdem ein Stück weit kleiner als die TX16S und auch ein Stück leichter als die TX16S. Passt deswegen auch etwas besser in meinen Rucksack rein. Der große Bildschirm mit den ganzen Telemetriedaten, wie gesagt, ist für mich sehr wichtig, finde ich sehr cool. Und generell komme ich damit beim Fliegen auch einfach gut klar. Aber für wen ist diese Fernsteuerung jetzt was? Ich bin ja nicht gerade so der Standardnutzer, würde ich behaupten. Und klar, ich realisiere auch, dass nicht viele Leute zwei verschiedene Protokolle gleichzeitig nutzen wollen oder müssen. Deswegen, klar, für diese Leute, die das wollen oder müssen, ist das natürlich an sich eine gute Option. Generell auch für Leute, die einen großen Bildschirm haben wollen oder möchten, ne, wo man halt schön viel ablesen kann und direkt die Telemetriedaten hat. Vielleicht für Wings oder ähnliches ist schon ganz gut. Hier hat man jetzt nicht so viele Schalter wie bei der TX16S. Also halt 4 Drei-Positionsschalter, 2 Drehknäufe, diesen 6-Positionsschalter, den man halt, ne, wie gesagt, schon so ein bisschen konfigurieren kann, einen Momentary-Button und einen, der reinloggt. Also wenn man möchte, kann man das vielleicht für den Pre-Arm nutzen und das zum Armen. Ist aber zum Armen so ein lockender Schalter vielleicht nicht so geil. Das würde ich lieber eher auf einen normalen Schalter legen. Aber ich würde mal behaupten, für die allermeisten Anwendungen sollte das vollkommen ausreichen. Oder auch ganz ehrlich generell als gute Fernsteuerung. Für 160 Euro kann man hiermit absolut nichts falsch machen. Qualitativ ist die wirklich super. Ich finde die, wie gesagt, von Funktionsumfang super. Gibt es in vielen Farben und mit dem Banggood angeboten, vielleicht sogar noch ein Stück günstiger, das kann ich euch jetzt auch noch nicht vorhersagen. Wie gesagt, ich verlinke euch den ganzen Kram mal in der Beschreibung, schaut da mal rein. Ich werde die erstmal bis auf unbestimmte Zeit weiter als meine einzige Fernsteuerung nutzen. Die TX16S behalte ich natürlich trotzdem, die mag ich immer noch und die ist cool, das ist meine so. Aber das ist natürlich schon noch was, ja, deutlich, naja, nützlicheres, würde ich schon mal sagen. Nur irgendwas an, naja, ein bisschen Personalisierung muss ich auf jeden Fall noch machen. Vielleicht baue ich die auseinander und lackiere die irgendwie oder irgendwas werde ich mir da noch einfallen lassen. Aber wie gesagt, ich bin damit sehr zufrieden. Schaut vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Diesmal tatsächlich sogar mittwochs. Ich habe nämlich noch was ganz Witziges, Kleines, was ich noch mal so als separates Video machen möchte. Das heißt, diesmal sehen wir uns noch mal mittwochs und dann wieder sonntags. Und dann würde ich sagen, bis dahin und tschüss.